Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Creedell. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Hier geht's weiter. Ich bin gerade im Dorf unterwegs. 22 Uhr. Schau nach dem Rechten, ob alle zufrieden sind. Wir haben schon einige gerettet jetzt. Hier ist richtig Leben eingekehrt. Es ist wunderschön. Hier sitzt die kleine Family. Da drüben wird schon mittlerweile Feuerle gemacht. Der Bub liegt in der Hängematte. Sag mal, wie viele Kinder haben wir jetzt eigentlich gerettet? Ich muss mal ganz kurz gucken. Das ist ein Bub, einer. Am Feuer sind zwei. Hier liegt eine Frau drin. Da hinten liegt auch nochmal einer. Drei Jungs haben wir schon rausgeholt aus dem Dschungel. So, aber für uns geht es natürlich heute weiter. Mein Ziel ist, dass wir nochmal hier runtergehen zum Schiff. Da haben ganz viele von euch geschrieben, da gibt es was zu holen, was ich für die Legenden später brauche. Tauchen wir nochmal im Schiff ein, würde ich sagen. Schauen hier nochmal ein bisschen an den Rändern entlang, ob ich alles habe. Dass wir so nach und nach jetzt die Sachen zusammenbekommen. Mein Ziel wäre schon in der Staffel, die Punkte zu bekommen, ganz klar, um im Häuptling weiterzusprechen. Und ich glaube, es wäre auch sinnvoll, wenn wir wirklich versuchen, alle Legenden zu erledigen. Wenn man dann irgendwann an einen Punkt kommt, dass uns vielleicht noch eine Tafel fehlt oder ich die nicht erfüllen kann. Weil ich glaube, man kann sich schon einiges zusammenreiben. Hier zum Beispiel, Wasser ist verdorben. Seine Gaben wurden gestohlen. Und jetzt kamen halt ganz viele Hinweise, dass dieser Goldklumpen im Schiff, vielleicht ist es ja das, was gestohlen wurde. Hier fehlt uns ein Hinweis. Wir müssen am Altar beten. Das geht tief hinunter, wo die drei Felsen weinen. Das Feuer muss leuchten. Ich nehme an, wir müssen irgendwann nochmal, das hatten wir eh vor, an den Tränenwasserfällen tauchen. Ich nehme an, dass wir da was finden, was uns dann zum Beispiel dieses Rätsel hier näher erläutert. Ne? So, ich würde sagen, wir pennen. Allerdings nicht allzu lang. Ich habe auch nochmal blaue Pilze dabei. Ich würde sagen, wir stehen so um 5 Uhr, 5:30 Uhr auf. Dass wir heute schön den Tag ausnutzen können. Essen wir gleich ein bisschen was, stärken uns und dann gehen wir direkt los. So, das war ich. Jetzt haben wir noch ein ganz kleines bisschen hier offen. Da würde ich sagen, mit zwei blauen ist es erledigt. Die zerstöre ich. Ja, wahrscheinlich lasse ich eine Kokosnuss da. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Das habe ich jetzt gemacht. Das haben wir dabei. Aber wir haben jetzt auch schon so viele ausgedünnt und mittlerweile, ich habe die Rüstung verbessert, ne? Also nochmal ausgetauscht. Wir haben jetzt wieder um die 50% auf jeder Rüstung. Hier, die habe ich gesucht. Gleich ein paar Bananen pflücken und dann sollte es normalerweise für uns zügig weitergehen. So, einmal so und einmal so. Habe ich da was? Ah ja, richtig, ich habe mir Süpplen schon mal gerichtet, dass wir frühzeitig loskommen heute. So, da war auch jeweils Fisch drin. Wir gucken mal ganz kurz, wie wir gestattet sind. Fehlen nur noch Bananas. Bananas. Und heute Morgen sind keine da. Dann werden wir wohl auf dem Weg ein bisschen Kohlenhydrate suchen müssen. Ich würde sagen, wir gehen direkt los. Mein Ziel wäre, erstmal zum Durchgang zu kommen. Wir sind ja ungefähr hier stationiert. Dann würde ich sagen, unser erstes Ziel ist die 4038. 4038. Also minimal nach Westen, aber nur minimal und die 38 sehr, sehr weit nach Süden. Laufen wir mal ein bisschen nach dem Bauchgefühl. So, meine Lieben. Da wäre es doch gelacht, wenn wir heute nichts finden, oder? Ja, es ist jetzt noch ein ganz kleines bisschen schummrig hier, sodass ich die Schlangen nicht sofort sehen würde. Aber da gibt es Schlimmeres. Da kannst du gleich mal ein bisschen... Nee, brauchst du nicht. Lass weiterlaufen. Bin ich mal gespannt. Am Schiff... Ah, da sind Bananen. Guck mal. Nehmen wir uns mal so zwei, drei mit. Eine esse ich gleich. Wir gucken mal. Ja, nimm die mal mit, die kannst du dann am Schiff unten essen. So. Ah, es ist schon wunderschön hier. Ich würde sagen, wir laufen jetzt hier einfach mal entlang bis zum Durchgang unten. Ne? So. Aber wir haben ja schon einiges jetzt auch rausgefunden, ne? Vielleicht finden wir heute nochmal eine Legende, weil ich habe ja nicht alles sporadisch jetzt, also im Detail abgesucht, sondern eher so sporadisch geschaut. Ne? So, denkt dran, dass hier auch kleine Viecher rumlungern zum Teil. Da vorne sehe ich, glaube ich, das nächste Paket Federn. Die nehmen wir natürlich mit. So. Also, und die drei Frauen aus den drei Dörfern haben wir gerettet. Ich glaube, das Thema ist durch. Es wird niemanden mehr zu retten geben. Also zu befreien. Hey, wir laufen hier jetzt weiter entlang. So. So, ist ein wunderschönes Licht, ne? Ist das hier, wo ich da runtergesprungen bin? Machen wir heute natürlich gleich nochmal.
Das hat ja super geklappt. Der Nebles ist nur unterwegs, weil er nochmal springen will. Ich kenne ihn doch. War das hier? Ne, das war nicht hier. Das sieht nur so ähnlich aus. Gleich mal runter und dann erstmal alles gebrochen, was ich brechen kann. Mach langsam, Digga, du hast Zeit. Der Tag ist super frisch. Wie viel Uhr haben wir? 7.19 Uhr. Wichtig wäre halt, dass wir am Schiff unten sind, während es noch hell ist. So. Hier will ich durch, ne? Ich guck gleich nochmal auf der Uhr. Und ich meine, hier haben wir auch nicht alles gemacht, ne? Dachte ich gerade, da vorne sitzt einer. So, wir gucken mal, wo wir sind. Wir sind bei 39,38. Das ist sehr gut. 39,38. Oh, da sind wir aber schon weit unten. Dann sind wir jetzt genau hier am Durchgang. Hier will ich auf jeden Fall zum Schiff. Und hier gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ob wir in der Höhle drin waren oder ob wir die nur entdeckt haben. So, jetzt sind wir durch. Dann müssten wir jetzt hier um den Felsen rumlaufen können, ne? Machen wir einfach mal. Bin ich da richtig, was ich da jetzt erzählt habe? Ich denke ja. Weiter. Vielleicht ergibt ja der letzte Eintrag dieser einen Legende, was wir noch nicht wissen. Murmler! Grüß dich! Hier, die nehme ich schon mal mit. So. Immer ein Blick auf die Uhr. 39,39. Je öfter ich drauf schaue, desto weniger verlaufe ich mich. 39,39. Dann sind wir jetzt hier, ne? Weiter geht's. Beziehungsweise hier, glaube ich, war der erste, den wir gerettet haben, oder? Hier vorne rechts drin. Wobei ich nie links geguckt habe, ob da noch was ist. Hier war der erste drin, den wir gerettet haben, ich erinnere mich. 40,39, genau, da wollten wir ja hin. 39, 40, 39, dann sind wir jetzt hier, ne? Dann sind wir jetzt, glaube ich, hier. Vermutlich. Da war man ja drin. Aber hier gibt es nirgendwo noch einen Eingang, oder? Lass mal da hochlaufen nochmal. Wir müssen nur jetzt zügig zum Schiff gleich. Damit wir es nicht verpassen, wenn es ablegt. Ich glaube, hier haben wir alles tatsächlich. So, 40, 38. 40. Jetzt sind wir hier raus, ne? Ja. Ich weiß halt nicht im genauen Detail, wo ich suchen muss und wo wir schon gesucht haben, weißt du? Deswegen alles einfach nochmal so grob ablaufen. Irgendwann ergibt sich vielleicht was oder halt auch nicht. Kann auch sein, dass wir da hochklettern müssen oder so, wer weiß das schon. So, dann würde ich sagen, lass uns da hinten nochmal entlang. Schöne Stellen gibt's hier, gell? Hier die Blumen, so die lassen wir alle stehen. Aha, geht's schon los. Hier haben wir was entdeckt, Leute. Kann halt überall irgendwas noch sein, wo uns Punkte bringt. Oder ein Hinweis. Vielleicht sind auch noch mal ein paar Drivies drin hier drin. In den Höhlen, ne? Vorne ist er. Zumindest die Nummer 1. Hier wird es wieder rausgehen. Da geht es doch runter zum Schiff, gell? Ja, hat es uns angezeichnet. Hier den da, ne? Ne, stopp, hier den da. Dann lass uns mal da hochgehen. Guck aber genau auf den Boden nach den kleinen Säcken. Da oben sehe ich eine Legende, Leute. Ganz leicht durchblitzen. Und da geht's auch wieder raus. Lass mich erstmal hier hochlaufen kurz.
sehe keine Spinne. Ja, noch ein Eingang. Schon mal cool. Vielleicht ist das sogar die eine, die uns jetzt noch fehlt, um eins der Rätsel freizulegen. Ich würde es feiern. Mal gespannt, wo sie hingehört. Only a burned trophy by the oldest can bring a spirit to peace. Oh, ich glaube, wir haben irgendwas freigeschalten. Ich guck. Ich habe es jetzt bloß genau mitgekriegt. Erlange das Vertrauen, folge den Hinweisen in der Legende, um eine Bestie zu jagen. Welche haben wir denn? Die verfluchten Wasser waren es nicht? Karte, neuer Ort. Die haben wir voll. Das ist eine Warnung, niemals einen Ort zu betreten, wo du auf Wasser laufen kannst. Scheinbar ist hier eines Nachts ein Familiendrama geschehen. Eine Bestie kam und verschlang eines der Kinder. Morgen für morgen zogen sie los, um sie zu suchen, aber ohne Erfolg. Sie sah aus wie ein Teufel, ohne Haut, mit langen Zähnen. Nur eine verkohlte Trophäe des Ältesten kann einen Geist Frieden geben. Hat er das mir jetzt angezeigt hier? Ja, guck mal. Also ist ja super, da sind wir ja gleich. War da hinten nicht, wo ich gesagt habe, ich weiß ja was, da hinten waren doch so viele Knochen gelegen. Ich nehme an, dass wir da auf diese langzahnige Bestie treffen. Okay. Frage. Kann ich mir ein paar Pfeile machen? Jetzt hätte ich doch mehr Pfeile mitnehmen sollen. 2. Zack, ja geht. Wir machen uns kurz Pfeile, sicher ist sicher. Vielleicht penne ich zur Not am besten unten am Schiff, oder? Falls es nachher dunkel wird. Okay. Weiter, komm, mach noch ein paar. Im Moment sind wir hier drin einigermaßen sicher. Ah, haben wir unsere erste Legende freigelegt. Also zumindest mal alle Hinweise, ne? Dann erfüllen wir die. Ich bin gespannt, ob die wirklich so viele Punkte kriegt, wie ich schon gehört habe. So, weiter geht's. Schön, dass wir den Papagei gefunden haben. Oh, jetzt wird's wieder spannend. Sehr geil. Zack, zack. Jo, heb sie gleich wieder auf. Zack. Ohne Haut? Mit langen Zähnen. Erinnert in erster Linie an eine Schlange, ne? Aber ich habe noch nie... Eine Riesenschlange habe ich gesehen, eine Anaconda. In den alten Staffeln. Erinnert ihr euch? Diese aufgehängt war auf der Insel. Auf der Anaconda-Insel. Vielleicht ist so eine Schlange im Spiel, Alter. Jetzt haben wir 10 Pfeile, das muss reichen. Gehen wir raus. Nochmal kurz hier skorpionstechnisch geguckt. Laufe ich richtig? Ja, wir müssen da runter. Jetzt bin ich aber doch arg gespannt. Schön, dass es das anzeigt, dass man das nicht auch noch suchen muss, die Stelle. Wobei die andere, die liegt ja auf der Hand, ne? Die mit den Wasserfällen. So. Das Schiff war wo genau? Ich guck nochmal. Das war hier unten bei 37. Irgendwas 40, ne? 37. Boah, du Arsch. Das wäre es gewesen jetzt wieder. Allerle. Wieso hat denn der eine gefaucht, der Drecksack? Das waren die Schritte, die normal die Schweinlein machen, weißt du? Das wär's gewesen, Leute. War das Pfeifen im Spiel oder war das jetzt aus meinem Hals? Boah, kam der angeschlichen, der Sauarsch. Ah du, vielleicht ist es ein Krokodil, wenn das hier unten in diesen Mangrovensümpfen ist. Schlappt er da rum und sagt nichts. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Ich tänzel hier rum, als wäre ich daheim, weißt du? Sag mal, es war doch hier irgendwo, gell? Da machst du was mit, das sag ich dir. Da musst du aufpassen gleich. Da hinten war der Dampfer, gell?
Piranhas raus. Da bin ich doch aber drin rumgeschwommen. Alter. Auf jeden Fall habe ich gelesen, dass ich zum Dampfer muss, Punkt 1, und dass ich ziemlich weit im Dampfer runter muss. Da wäre man jetzt wahrscheinlich ein bisschen... Da war er, gell? Da habe ich immer durchgeguckt, oder? Ich guck mal, wo ich bin. 37,41... 37. Ja, ja, wir sind schon recht. Hier rum, da war das schon. Das war schon der Weg. Hier sind auch keine Piranhas gewesen das letzte Mal. Ich hoffe, die sind nicht auf Wanderung. Mich ist halt mal reizt, darüber zu schwimmen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man darüber schwimmen kann. Ich nehme an, du versaufst oder wirst gefressen. So, meine Lieben. Teil 1 unseres Ausflugs. Da sind ein Haufen Fischlein drin. Die willst du alle gar nicht kennenlernen. Ich würde sagen, haben wir noch einen blauen Pilz? Ja. Ich mach mal hier. So und so. Mehr werden wir nicht zusammenkriegen. Also dann probieren wir das mal zu finden. Wenn ich es richtig weiß, habt ihr gesagt, so weit runter wie ich kann. Ne? Das ist die Frage natürlich. Wo war der Einstieg? Der Taucheinstieg. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Na, geh hier raus. So, ich höre jetzt mal auf die Shift-Taste zu hämmern. Wir laufen jetzt alles langsam, damit er genug Energie hat gleich. Wir sind da hinten auf dieses eine Dings runterköpf, gell? Seid ihr da? Das ist einfach nur schon wieder spannend gerade. Hier sind wir, glaube ich, runter. Langsam, dass er sich nichts bricht, der Gute. Da hinten ist diese Sumpfgeschichte im Boot, im Schiff. Da müssen wir, glaube ich, tauchen, oder? Nee, hier war es nicht, wir müssen da in das Ding rein. Warte mal. Hier. Ich glaube, hier sind wir jetzt richtig, oder? Ne, jetzt bin ich einmal außen rum, glaube ich. Ja, das sind wir gerade eben schon gewesen. Nochmal zurück. Wie sind wir denn jetzt hier gelandet? Nicht auf die Shift-Taste, ich bin schon wieder drauf. Ich glaube, wir müssen noch eins runter. Naja, wir müssen noch eins runter. Du hast einen Egel, mach den weg. Nur einer. So, jetzt bist du da, wo ich hin muss. Ich glaube, wir müssen hier rein. Ja. So. Dann gehen wir mal gucken, wo das sein soll. Noch ist es hell genug, ne? Hier ist eine Kiste. Der ist, scheint aber nichts drin zu sein. Ich hole nochmal auf. Und weiter. Hier ist nochmal eine Kiste. Ob sie. Eisenerz. Oh, Eisenerz. Hier holen wir mal ganz kurz Luft. Kannst du hier stehen? Ist es hier drin? Ich weiß es nämlich tatsächlich nicht. Ich gehe aber nicht davon aus. Da waren wir ja, glaube ich, schon. Ne, nee, ich muss, glaube ich, tauchen, wenn ich es richtig gelesen habe von euch. Die haben wir jetzt aufgemacht. Hier kann man nicht durch. Die habe ich auch aufgemacht. Da war aber nichts drin. Und mehr kann man hier nicht tauchen. Oder geht es nochmal irgendwo rein? Vielleicht, komm her. Du, zur Not penne ich hier am Schiff. Baue ich mal noch kurz was auf, ne?
Aber hier ist alles zu. Da ist nochmal eine Kiste. Obsi. Obsi. Kohle. Obsi. Nö, da ist auch nichts. Habe ich hier alles? Drei Kisten waren es. Aber immerhin haben wir nochmal einen Haufen Obsi. Hier sehe ich nichts. Vielleicht muss ich auch außen am Schiff schauen. Das weiß ich halt nicht. Ne? Kann das sein, dass ich außen irgendwo reintauchen muss? Wir laufen mal hier weiter. Dim, dim, di, dim, dim. Das war der Tapirschädel, der wird es wohl nicht sein. Ich gehe trotzdem einmal ins Schiff. Hoppla. Machen die Lärm, oder? Knochenklinge können wir mitnehmen. Pfeile, sehr gut. Die Klinge nehmen wir mit, weil die andere habe ich daheim gelassen. Dass wir so langsam ein bisschen Ersatzwerkzeug sammeln. Pfeil nehme ich mit. Hier ist nichts zu holen. Hier auch nicht. Und da ging es sehr hoch. Ne? Ich muss halt jetzt außenrum nochmal tauchen. Ich werde es schon finden. So. Nee. Ich glaube, hier waren wir halt überall. Was ist das? Eine alte Karte. Aber die haben wir ja schon gefunden gehabt. Ne? Ne, wir müssen noch mal runter. Es muss unten sein. So viel habe ich mitgekriegt, ne, als ich es gelesen habe. Bin ich jetzt woanders? Nö, nicht wirklich. Gell? Hier ging es hoch. Ne. Gehen wir noch mal ins Loch. So, immerhin haben wir hier noch mal ein bisschen rausgelootet. Das schadet schon mal nicht. So. Ich sehe hier nirgends uns. Was ist denn, dass hier noch so ein Durchgang wäre oder so? Nee. Nee. Und hier komme ich ja nicht raus. Hier ist eigentlich nur dieser eine Weg, der da. Vielleicht ist es auch nicht hier, was? Ich gucke alles ab, was ich kann. Hier ist nur ein Pfosten. Hier sind wir raus. Hier kommen wir nirgends raus. Ich glaube, hier haben wir alles. Also muss es woanders sein. Zum Glück ist es einigermaßen spannend, das alles hier auszukundschaften. Da waren wir oben. Oben soll es ja angeblich nicht sein. Das heißt für uns... ob es hier irgendwo reingeht, ja. Hier nirgends. Hier liegt es ja schon auf Grund. Die Seite noch abtauchen. Puh. Nee, nee, nee. Wenn, muss es vorne sein. Hier geht es nirgends rein, ne. Die fischeln überall. Zum Glück sind es die Lieben. War es spannend. So. Jetzt gucken wir hier nochmal ganz genau. Hier geht's rein. Hier geht's rein, Leute. Ich weiß nicht, ob mir da die Luft reicht. Ich würde sagen, wir schwimmen mal, bis die Hälfte Luft verbraucht ist, rein und gucken uns das an. Ich darf nur nicht die Orientierung verlieren. Hier, guck mal. Jetzt sind wir auf der Seite, ja. Ich weiß, wo wir sind. Problem ist nur, ich habe nicht so viel Luft, um hier großartige Geschichten zu machen. Ne? Oh, oh. Ich hänge fest. Raus. Luft holen. Guck mal, wie schnell das Leben runtergeht, ne? Viel Chancen hast du da auch nicht. Da muss ja aber irgendwo dann ein Luftauslass noch sein. Jetzt muss ich mich erstmal regenerieren.
Weißt du, was wir machen? Jetzt haben wir ja das, wir wissen, wo es ist. Ich baue mir jetzt irgendwo hier ein kleines Schlafplätzle auf, dass wir uns hell machen können. Und dann würde ich da morgen früh, wenn es hell ist, nochmal runtertauchen, weil ich sehe gerade nämlich die Hand vor Augen. Ne? Irgendwo. Hier vielleicht geschwind. Ob wir hier genug Materialien kriegen? Ich brauche nur ein Bett, ne? Ich hoffe natürlich, dass kein Krokodil uns zusammenfrisst. Kleiner Unterstand zum Speichern. Das Risiko gehe ich jetzt ein. So. Das Risiko gehe ich jetzt ein, dass ich nochmal anlaufen muss. Geht nur darum, dass es hell genug ist. Wobei ich natürlich kurz zu dem Fragezeichen noch wollte. Geh mal kurz noch vorbei, glaube ich, bevor wir pennen. Wir sind ja fast an dem Fragezeichen, oder? So ein Bett habe ich gebaut. Wir sind bei 41. Wo ist denn das? Hier ist es bei 38, 41. Ich kenne die Stelle, da waren wir doch schon. Bei 38, 41. Hier hinten ist es irgendwo. Oder? 39, 40, 41, 36, 41, 36. Da hinten muss das irgendwo sein. Komm, wir gehen mal gucken. Liegt denn da? Das sind die Knochen. Hier muss das dann irgendwo sein. Gehört habe ich was, aber. Ich habe Krokodil gehört. Ich weiß nur nicht genau von wo. Der muss ja in der Schlucht da drin sein, oder? Oh, Alterle, ich glaube, das ist der weiße Dämon, oder? Ja! Oh, wie viele Pfeile! Der hat mich kurz geschickt. Oh, Alterle, wie gut! Albino-Kaiman. Der weiße Dämon, oder? Damit soll ich Vertrauen gewinnen, Alter, aber sowas von. Jetzt gehen wir erstmal pennen. Alter, wie gut. Oh, da habe ich jetzt kurz geschickt. Ja, ich kann das jetzt eh nicht alles. Alter, wie gut. Der weiße dem Albino-Hai, ja? Klar. Ohne Haut. Durch das, dass er weiß ist. Aber wie hätte man da drauf kommen sollen, ne? Lass mich mal kurz reingucken. Wo habe ich Gänsehaut? Erlange das Vertrauen. Bringe dem Ältesten die Pranke. Die Legende der weiße Dämon, ja? Krasse Scheiße, Alter, das ist so gut. Erstmal waschen. Haben wir Mats für ein kleines Feuer? Könnten wir uns einen Kaiman machen, einen Albino-Kaiman-Steak. Ich hoffe, es wird trotzdem krustig braun. Ey, sauber. Kann man schon mal erschrecken, gell? Ich guck mal eben. Ich will das Ding halt auf jeden Fall noch bergen heute. Da hätte ich schon Bock drauf. Eine Tauchrunde machen wir noch. Dann machen wir die Folge ein bisschen länger, weißt du? Beziehungsweise
Ich kann auch einen Cliffhanger machen, dann geht es morgen hier an der Stelle weiter. Weil ich sehe gerade, dass wir schon 30 Minuten haben. Es kostet ja immer auch Zeit, das alles zu ändern und hochzuladen und so. Ja, komm, wir machen uns jetzt hier noch ein Feuer und morgen hole ich euch dann hier gemütlich ab. Dann tauchen wir das Ding nochmal ab. Ja, aber ein schönes Ende haben wir ja. Das war ja cool, die Kaiman-Geschichte. Ja, ist gut. Wir laufen dann morgen, aber nicht direkt zurück, wenn ich das Ding gefunden habe. Sondern wir gehen hier am Rand. Ich glaube, dass ich da auch was übersehen habe, bestimmt. Ne, wir werden morgen hier nochmal gucken, ob ich da alles habe, soweit. Bevor wir dann das nördliche Gebiet angehen, weil hier haben wir ja noch gar nichts gemacht. Ne? So, komm. Stündlich schlafen. Für Energie. Feuerle gemacht. Kaimanstegle rausgeputzelt. Stopp, das reicht. Oh, schön. Eine geile Geschichte. Hat sich gelohnt. Tolle Story haben sie da rausgemacht, ne? Immer noch, ich bin immer noch total begeistert, dass du es zusätzlich einfach geschenkt gekriegt hast, den Abteil jetzt hier wieder. Dass man kein DLC-Geld zahlen muss und so. Das ist schon toll. So, Leute. Ja, da hole ich euch morgen früh hier ab. Dann geht's nochmal da rein. Dann holen wir das Ding raus. Klettern nördlich die Felswand entlang. Schauen, ob wir alles haben. Dann gehen wir erstmal zum Häuptling morgen und geben die Pranke ab. So machen wir das. Ich mache einfach jetzt hier einen Cut. Morgen geht's an Ort und Stelle weiter, ungeschnitten. Und dann schauen wir mal. Bis dann.